Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute machen wir nochmal die Random Genetics Challenge, weil ihr dafür abgestimmt habt, dass als nächstes kommt. Nächste Woche kommt übrigens Sims 3. Die Random Genetics Challenge ist einfach, ihr drückt dreimal überall auf Random, wo es geht, und dann muss daraus ein schönes Kind entstehen. Und ja, wir haben das schon ein paar Mal gemacht. Ja, aber darauf gehe ich später nochmal näher ein. Und ich wünsche euch sehr viel Spaß mit dem Video. Ich denke, es ist ganz okay geworden. Naja, wir sehen uns dann gleich, wenn wir fertig sind hiermit. Ja, wir sind jetzt raus aus dem Zeitraffer und wir gucken mal. Die beiden haben auf jeden Fall einen Look, sage ich mal. Aber wir gehen erstmal auf Genetik-Experimente. Und so. Und wir möchten natürlich ein Girl haben. Und wir gucken mal, was damit abgeht. Ich drücke da auch nochmal dreimal. Eins. Also sie ist eins. Zwei. Drei. Okay. Geht auf jeden Fall. Ich würde halt dann auf jeden Fall sagen, es ist ja eher rötlich so. Wir geben ihr rötliche Haare. Weil ich würde gerne CC-Haare benutzen. Rötliche Haare. Und dann vielleicht was mit dem Farbverlauf. Da habe ich bestimmt irgendwas. Warum hat sie gelbe Augen? Ich darf ihr doch bestimmt Kontaktlinsen geben, oder? Wie wär's? Also ich meine, beide Eltern haben, glaube ich, lila Augen. Deswegen kann sie ja quasi so lila Augen kriegen. Weil das macht vielleicht noch am ehesten Sinn. Nehmen wir die hier. So, und die Augenbrauen, die kann man sich ja auch färben, you know? Deswegen... Die sehen okay aus. Nehmen wir halt auch eher so in so einem rötlichen Ton. Ich finde das vielleicht gar nicht schlecht. Also ich finde, das geht so in die Richtung. Und dann würde ich einfach das hier nehmen. Weil das ist gut. Wie heißt sie eigentlich? Das sind übrigens ihre Traits. Und sie heißt Winter. Okay. Aber sie ist doch eigentlich so ganz cute. Sie kriegt auf jeden Fall erstmal Lashes. Jetzt noch so. Die sind doch schön. Und dann gucken wir mal nach Make-up, was man so da machen könnte. Ich finde das Make-up eigentlich ganz schön. Deswegen behalte ich das einfach mal. Also sie ist bislang auf jeden Fall cool. Jetzt müssen wir ihr noch einen coolen Look geben. Wie wäre es damit? Das finde ich eigentlich ganz cool. Ich glaube, sie würde sowas tragen. Ich denke, das ist erstmal ihr fertiger Look. Ich finde es nice. Aber ich würde, glaube ich, ihnen noch einen Look geben. Einfach weil. So ein bisschen vielleicht was Freizügigeres. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Also ein Look mit Ober- und Unterteil, maybe. Das ist auf jeden Fall ein Look. Das finde ich schon ganz cool so. Und dann einfach nochmal coole Schuhe dazu. Vielleicht was Hohes, maybe. Könnte auf jeden Fall cool aussehen. Die sind doch ganz nice dazu. Und dann, keine Ahnung, kann sie ja noch Armen oder sowas tragen. Und dann maybe noch eine Kette. So, das ist auf jeden Fall auch ein Look. Und mir gefallen beide Looks sehr gut. Und ich finde, die passen auch zu ihr. Und das ist sehr schön. Zu der Winter. Ich finde es cool. Mir gefällt sie sehr gut. Also da hatte ich mal wieder Glück mit den Genetics. Und wir haben die Challenge ja schon öfter mal gemacht. Und ihr könnt natürlich in die letzten Teile auch reingucken. Vielleicht hatte ich da ja auch Glück. Vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Da müsst ihr halt zu reingucken. Das war es auf jeden Fall erstmal mit dem Video. Und ihr müsst mir auf jeden Fall sagen, ob euch die gute Winter auch gefällt. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und tschüss!